So, ich bin einfach sitzen geblieben. Gerade habe ich mit der Katie Mutropolis gespielt und jetzt habe ich die Ria hier, die spielt Hi. Luna, The Shadow Dust, das am 13. Februar erscheint, nachdem wir ganz oft das Erscheinungsdatum verschoben haben. Das ist aber deswegen so, das ist von einem chinesischen Team, die sind zu viert und arbeiten seit 4 Jahren daran und die wollten unbedingt weltweit gleichzeitig, und zwar weltweit inklusive China, das Spiel veröffentlichen. Und in China brauchst du so eine Regierungsgenehmigungsnummer. Ich glaube, davon habe ich gehört, Und das Problem ist, irgendjemand hat diesen Prozess so interpretiert, dass er irgendein Spiel genehmigen lässt und was anderes veröffentlicht. Und das hat denen nicht gefallen. Und dann haben die das ganze Prozedere wieder umgeschmissen. Alle, die in der Warteschlange waren, mussten sich neu anstellen. Aber erstmal haben sie sich 3 Monate Zeit genommen, um den Prozess neu zu definieren. Ja? Mm. Und jeder hat immer gedacht, so, wann kriegen wir denn Bescheid, wann kriegen wir Bescheid? Ja? Und das hat jetzt nicht nur Luna betroffen, das waren 3000 Spiele oder so. Ach, ja? Und dann haben wir dann Anfang Dezember Bescheid gekriegt. Und dann habe ich gesagt, naja, im Dezember brauchen wir jetzt auch keine Veröffentlichung zu machen. Und dann haben wir es jetzt auf den Februar geschoben und das sind jetzt alle froh, dass wir auf die Zielgerade gekommen sind. Mhm. Also wir sind sowas wie Publisher und Co-Entwickler. Also wir machen, was wir können, wenn wir gefragt werden sozusagen. Und haben jetzt bei Luna viel Qualitätssicherung gemacht und Beta-Testing, ganze Marketing-Kram und so. Und startest du es einfach mal und wir lassen uns in die Atmosphäre von Luna entführen. Guck mal, da unten links liegt's. Genau. Ach, die sieht man so schlecht. Ja, das ist klein von hier. Guck mal, einer jubelt dir schon im Chat zu. Ach, der Hanarim. Und der Sepka. Hi. So, das Spiel kommt komplett ohne Text aus. Mhm. Deswegen hast du das, glaube ich, auch rausgesucht, weil das alles über Animationen die Geschichte erzählt. Ja, sehr visueller Mensch, mich spricht das halt dann direkt an. Genau, und natürlich spielt auch die Musik eine große Rolle. Mhm. Und das ist fantastisch. Also die Musikerin ist auch Teil vom Team. Die lebt in Toronto, die Bailey alles gezeichnet hat, lebt in London und hat alles handanimiert mit Photoshop sogar. Das habe ich gelesen und euch gesagt, das ist halt einfach perfekt. Ja, und alle sagen, bist du wahnsinnig. Und ja, wir starten es einfach. Bitte wahrscheinlich. Ich nehme mal an, das ist so ein Guiding Light, ne? Mhm. Stellt sich dann so in die Richtung, dass man vom Licht geleitet wird. Ja, es geht ja um das Thema Licht und Schatten, ja, weil diese Welt im Schatten versunken ist. Na, erschreck mich nicht. Ich möchte doch nur vorbei. Ah ja, jetzt muss man wahrscheinlich versuchen, das Licht mit rüber zu kriegen. Es hat offensichtlich vor diesem Rabenschatten Angst. Mhm. Und du siehst auch, ist ganz mysteriös, weil der Rabe sitzt da ja gar nicht. Ne? Mhm. Wir haben nur den Schatten vom Raben. Ja, aber schau, du hast ja da links, wenn du mit dem Mauszeiger rübergehst, so eine Hand und dann darfst du das machen. Ne? Einmal zum Treten. Genau, so einfach kann es sein. Manchmal ist Treten halt doch die Lösung. Haben wir hier einen Tür? Ah ja, interessant. Hm. Da ist ja gar nichts. Jetzt haben wir unsere Laterne. Mal schauen, was dahinter erscheint. Hm.
der mysteriöse Turm. Dann schauen wir doch mal rein. Guten Tag, ich bin mal da. So, du siehst jetzt quasi den Turm, ne, und möchtest halt den Turm erklimmen. Wir sind und jetzt das in unserem machen wir Bereich. Raum für Raum. Aha. Und sie hat wirklich komplett alles alleine gezeichnet. Ja. Ach, boy. Sehr, sehr detailliert. Hier haben wir wieder die Laterne. Das ist ein bisschen die Geschichte dieser Welt, wird dir da erzählt, ne? Also es gibt diesen Turm und dann haben wir diese Schiffe. Mal nach links da. Hier noch ein Bild, genau. Hängt da an. War das das Licht? Ah, jetzt. Ja, guckt sich halt an, ne? Das ist ja halt auch da mysteriöse Schrift unten drauf. Die Welt wohl noch in Ordnung. Ne? Das ist so eine Art Bewahrer der Welt mit dem Licht wahrscheinlich. Ja, so hier wohnen die Leute. Das ist dann dieser Turm wahrscheinlich, oder? Ja, sieht so ein bisschen so aus. Ne? Das sieht nach Kriegsmaschinerie aus. Ja. Wahrscheinlich, dass diese Person sie in den Krieg führt. Oder ich weiß jetzt nicht, von wem das ausgeht. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, schon ein bisschen finsterer aus hier. Ne? Oh ja. Dem möchte ich nicht begegnen. Ja, du siehst da, was mit dem Turm passiert, das ist so gut, ne? Da rechts. Hinter dem Flugbegraben. Ja. Ganz schön apokalyptisch, ne? Ja. Was haben wir hier? Die Nacht. Ja, das ist jetzt alles hier. Ich bin jetzt noch im Wald. Und ein traumhaften Wesen. So ist es. Also sie hat so eine eigene Bildsprache entwickelt im Prinzip. Ne? Wir haben ja auch dieses Alphabet da unten geschaffen. Ne? Es gibt so ein 130-seitiges Artbook dazu, ja, als DLC und das ist irre, weil also das sollte man erst angucken, wenn man das Spiel gespielt ja, hat. Ja, klar, sonst da sind Spoiler drin sich, und ja. So, aber auch wie sie dieses Alphabet sich ausgedacht haben, ist einfach schon super. Ne? Ja, man nimmt das erstmal, ne? Man nimmt es nur so ein bisschen als Deko wahr, aber da steckt ein richtiger Plan dahinter. Ne? Die hat das nicht einfach da so hingekritzelt. Mhm. Ja, es sind immer Linien, die sich wiederholen. Mhm. Kleine Bögen, die hier. Ja. Dann schauen wir mal, was nach der Tür kommt. Die mehr habe ich nur angesehen, aber nicht gespielt. Aber das ist auch sehr visuell gewesen. Mhm. Und der erste Turm hat uns sozusagen, die erste Etage hat uns ein bisschen die Geschichte erzählt. Mhm. Jetzt kommt wohl schon das erste Rätsel. Ein Häschen mit einem Schirmständer mit Besen drin, ein kleines Bücherregal mit einer Laterne. Kann ich das Licht anmachen? Ja, hier. Das ist ein grünes Licht. Das ist so liebevoll gezeichnet. Mhm. Hier eine Katze mit einem pinken Licht. Und halt einfach ein komplett konsistenter Stil, ne? Ja. Oh! Wir haben noch Zeit, also. Ja, guck, da sind auch wieder Symbole. Ja. Moment, wir haben hier einen kleinen Kreis. Und das sieht aus wie so ein Saugkreis. Krönchen. Aber wir haben da rechts natürlich was ganz Klassisches für den Adventure. Ein Hebel. Du bist so beschäftigt mit der Grafik. Ja. Also gut. Wir wollen uns ja Zeit lassen. Ne? Ah ja, dann kommt die Laterne hier runter. Ah, man kann dunkel machen.
Ja, also es geht ja immer auch jetzt hier ums Licht und Schatten und Farben. Ne? Ah ja, jetzt sieht man den Schatten, der hier durchgeweht wird. Mit. Wir haben Rot, Gelb, Blau und dunkles Grün. Ich schätze mal, dass man hier irgendwas machen kann. Aha, anschalten kann ich sie anscheinend nicht im Dunkeln. Ist noch eine Laterne? Also es geht wahrscheinlich darum, um zu erkennen, diese Farben. Ja, das könnte damit was zu tun haben. Ja. Oh, Moment. Kann ich die wieder anmachen? Ja, machst du doch mal wieder an. Ah, die können mehrere Farben darstellen. Zwei Farben. Das ist der Cursor mit diesen Füßchen, ne? Das ist putzig, ja. Schauen wir mal, was uns hier erwartet im nächsten Stockwerk. Hoppala. Hier ist es direkt dunkel. Was war denn hier? Oha. Rein und zu helfen, aufzuwecken, ist auch süß. Da braucht man noch keinen Text. Ja, genau, sie erzählt total toll mit ihrer Bildsprache, ne? Oh, ist das niedlich. Ja. Klack, klack. Mein Freund, juhu! Wir haben eine Tür, die noch verschlossen ist, oder? Oder auch nicht? Das Ganze mit dem hinterherlaufen. Guck mal, oben rechts hast du die zwei Symbole, dann der vorne ah, ist. Ah, da wählt man aus, mit wem man gerade genau spielt. Oder man klickt. Genau, du kannst anklicken. Da umschalten. Ja. Genau, durch anklicken oder da oben anklicken. Das heißt, man muss sein Abenteuer gar nicht alleine bestreiten. Das ist genau, ja auch niedlich. Genau. Das ist eine ganz schöne Mechanik, dass du zwischen den beiden hin und her schalten kannst. Wechseln muss wahrscheinlich dann auch. Genau, die können natürlich unterschiedliche Sachen, ja, wie man das erwarten würde. Ja. Hier ist eher diese warme Lichtstimmung, das finde ich auch sehr schön. Es ist einfach in jedem Raum was ganz Eigenes, auch grafisch was Eigenes zu entdecken, genau. Ja, hier also haben wir wieder diesen Kreis mit diesen Dreiecken. Ja. Das hier auch. Wir haben Zahnräder. Zwei Kerzen. Was haben wir denn hier alles, was man... Ah, was haben wir denn da hinten? Da ist Obst drin. Komm ja, das sieht ein bisschen nach Äpfeln aus, ne? Aha. Steht wahrscheinlich im Weg. Okay. Gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Ja, man merkt halt wirklich, dass sich bei allen Kleinigkeiten wirklich Gedanken gemacht wurden, dass es funktionieren könnte. Ja. Du passt dran vorbei. Das ist die Frage.
Probieren wir es mal mit Teamwork. Ich weiß ja nicht. Kann ich auch ziehen? Ja, aber du kannst mal versuchen, vorbeizulaufen, ne? Oh, warte mal. Hab ich denn jetzt gemacht? Also mit dem jetzt erstmal weglaufen und dann lauf nochmal nach rechts. Wir wollen dich ja nicht zerquetschen, das geht ja nicht. Genau. Aber ist das mal den Jungen nach rechts laufen, dass er wieder loslässt. Ach so. Und jetzt klick mal ganz links, ne? Du kannst schon einfach vorbei. Ach ne? So, okay. Und jetzt kannst du auch mal Richtung schieben. Was? Nicht so viel. Moment, ich stelle dich einfach dahin. Ich denke mal, das soll irgendwie eventuell an das Saugrohr. Kannst du mal versuchen. Ja, keine Maßarbeit, aber vielleicht reicht's. Naja. Maschine mit Hebeln, da muss man doch mal gucken, was da geht, ne? Ah, da ist der Hebel. Du magst große, auffällige Hebel, ich habe den Eindruck. Das werde ich mir jetzt wahrscheinlich tagelang anhören können. Das ist mir zu offensichtlich, da ziehe ich mich dran. Da fehlt noch was. Das bleibt hier drin stecken. Ja. Du hast nicht eine große Kaffeemaschine. Naja, du kannst ja überall mal rumziehen, ne? Man kann ihn auf jeden Fall drauf hocken. Mhm. Ja. Ist eine Falle, wenn es zu offensichtlich ist. Ja, vielleicht. It's a trap. So gemein ist das Spiel. Ja. Yeah. Meinst du? Hm. Oh, Moment. Da ist ein Stock. Kann ich ihn auch wegmachen? Nö. Nicht kaputt machen. Ja, vielleicht muss ich ja näher ran. Ach, jetzt haben wir das da drin. Vielleicht geht's ja jetzt. Stop. Okay, was macht das Kochen wieder eigentlich? Weglaufen, dass er loslässt. Also, genau. Da siehst du, die ist blockiert und drück nochmal dagegen. Ja. Siehst du, da ist irgendwie so ein Brett oder sowas davor. Ne? Ach, das, was wir gerade eben draußen gesehen haben, ne? Genau, so ist es. Das muss offensichtlich weg, ne? Hm. Womit macht man das weg? Ich schätze mal, nachher werden wir dieses Ding vielleicht mit rausziehen können. Sag mal, du bist doch kleiner. Komm mal her. Der Ansatz gefällt mir. Du stellst fest, die haben wahrscheinlich unterschiedliche Eigenschaften. Hast du da durch? Ja, du kannst sie nicht aufmachen. Aber immerhin. Ja, das haben wir, glaube ich, auch mal im Stream gehabt, dass wir eigentlich mal probieren sollten, einfach rauszulaufen, statt erstmal Puzzle zu lösen. Ich weiß ja nicht, kann das. Kannst du hier noch klettern? Naja, die Leiter ist ja da auch relativ offensichtlich. Ne? Ja, ja. Aber wie kommst du da hin, ne? Kann ich dich hochheben? Irgendwie nicht, ne? Also schau mal, da kannst du ja hochspringen, ne? Ja, genau. Also so eine Höhenunterschied kannst du springen, ne? Jetzt ist es da hoch ja zu weit, ne? Kann ich hier irgendwas schieben? Ja, kannst du doch. Du kennst ja schon eine Sache, die du schieben kannst. So. Ah, ja gut. Ah, okay. Alles klar. Das kann man also weiterschieben.
Wär mal ein Versuch wert, ne? Komm mal. Komm, schieb weiter. So schwer ist der Korb nicht. Oh, komm. Noch ein Stück. Sieht aber schon angestrengt aus, ne? Naja, ich meine, es ist ein riesen Korb mit Zeug drin. Ja. So. Einmal wegklicken, dann kann er weg. So, komm, kommst du da rauf? Kannst du weiter klettern? Oh, einzeln. Ist ja putzig. Hopp, hopp, hopp. Da hochklettern. Oder muss ich jetzt diese Schritte? Ich kann ja nochmal Hebel drehen. Das kann man öfters auslösen. Ja, mein Gedanke war, ihn da hochklettern zu lassen, zu dem Fenster raus. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so falsch. Bin ich. Moment mal. Genau. Press noch mal aus und guck mal, was passiert. Genau. Ja, dann kommt die Schraube wieder runter. Mhm. Einmal abschrauben. Das ist ein roter Knopf. Was soll schon passieren? Ja, eben. Friendly red button. Doing. Ah, nee, warte. Ist das was? Nee. Nochmal zum... Ich bin manchmal vergesslich. Jetzt. Das ist auch eine hochkomplexe Maschine. Total okay. Technik! So, ich komm nochmal da drauf. Aufzug fahren, genau. Ach nee, warte. Du musst hier drehen. So. Hoff mal, dass du auch hüpfen kannst. Mal, runterfallen wäre ja doof, ne? Jetzt allerdings. Ganz schön hoch, ne? Wo sind wir denn überhaupt da? Oh, Da siehst du, da siehst du ja die Holzbretter da, die. Da schon im Weg. Dann gucken wir mal jetzt. Ach nee, okay. Ich dachte, dass sich das Rohr eventuell... Ja, aber vielleicht nimmt die Katze oder was auch immer es ist, mal den ganzen Mut zusammen, genau, ein bisschen runter... Oh, Flop. Aua! Er sieht gut gepolstert aus. Ja. Also, naja. Na, wie stark ist er denn? Schauen wir mal. Wenn man unten einmal anstupst... Hat er gut gemacht, oder? Einmal mit dem Hintern. Genau. Das war ganz gut, da kann man auch länger brauchen. Also, yay. Wir haben ja hier. Gut, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn die Leute da auf der Messe spielen, alle gucken hinüber die Schulter. Und das ist jetzt nicht so entspannt. Ja. Da kann man schon auch ganz gerne auf dem Schlauch stehen. So. Das kann ich auch so. So, kannst du Leiter klettern? Na komm. Einmal so rum. Hat eine gute Technik, ne? Ja. Sieht schon kreativ aus. Ja, mach du das mal mit so kurzen Beinen. Das ist nicht so einfach. Ich habe kurze Beine. Ja, aber guck dir das mal an. Ja, okay, das ist kürzere. Licht wandert weiter. So. Das ist wieder den... Interessantes Stockwerk. Ich glaube, hier bekommen wir vielleicht wieder Geschichte, wer weiß. Also Mauseloch. Dahinter, ich bin neugierig. Kletter mal rein. Aber geht gemütlich. Ist schon klar, wer die Aufgabe übernehmen muss, das Loch zu kriechen, ne? Oh, das ist ja hübsch. Wir haben hier eine Hand, wir haben diese Bögen. Die Bögen habe ich schon außen auf dem Turm gesehen. Mir ins Auge gefallen. Oha. Okay, kann man da auch durch? Nein. Gucken wir uns erstmal auf der anderen Seite noch um. Wir haben ja hier so Hinkelsteine mit Löchern. Ja, was Mysteriöses mal auf jeden Fall, ne? Ja. Aber wir haben kein Licht.
vielleicht müssen wir hier auch noch was sehen. Naja, da sind ja schon wieder diese Druckknöpfe, die wir da am Anfang schon mal hatten, ne? Ja, aber ich kann mit denen noch nichts machen. Oder ich treffe einfach nur nichts. Das frage ich mich auch gerade. Aber vielleicht musst du mit dem Viech da außen noch was machen. Schauen wir mal. Zwei. Oh, wie groß ist das? Das hat Augen. Naja. Es sieht mich. Bleib doch mal da unten. So will ich gleich Angst kriegen, muss, weil da irgendwelche Augen auftauchen. Ah. Ich sehe Dinge. Schriftrollen. Auf der Hand, mein Gott. Das ist gesuchte Körperteil heißt Hand. Hm, ja. Guck doch mal rein, was beim Kollegen ist. Ach so, jetzt. Hat der Kollege eigentlich einen Namen? Oh, das macht nicht. Tatsächlich heißen die Yuri und Lai. Yuri und Lai? Ja. Hörst du den Choral? Ja. Hattest du ein bisschen was von Kirche, ne? Auch mit dem... Mit dem Buntglas. Ja, genau. Ist auch sehr hübsch gestaltet. Hier haben wir wieder die Ranken. Wir haben ein Schwert, wir haben hier die Laterne. Okay, es macht Geräusche. Die höre ich allerdings nicht so gut gerade. Ah, Moment. Bilder verändern sich, okay. Da auch. Ach, das ist oben. Okay. Wenn genauer hingucken. Das leuchtet nur, oder? Okay, das leuchtet. Ach, Moment, wir hatten draußen Schriftrollen. Mhm. Links haben wir die Feder und eine Laterne und rechts haben wir nur eine Laterne. Das könnte man auch als Laternen eventuell. Ja, weiß nicht. Das sieht so aus, das sieht so aus. Genia, Sachen merken. Das ist die einzelne. Klar, Spiegelverkehr. Schau noch mal genau hin. Du hast die Schriftrollen, hast du ja schon gesehen, ne? Aber da ist noch was. Das ist jetzt wieder zu groß für dich wahrscheinlich. Da oben, schau mal zwischen den Augen, hast du ja noch so eine Symbolik, ne? Ja, als ob sie eine Richtung zeigen würde auch, aber. Kriegst du noch mal drinnen? Also Schriftrollen scheint ja schon relativ eindeutig da drauf zu sein, aber. Kannst du mit dem Knopf da rechts machen? Ja, bis jetzt habe ich nur was aufleuchten gesehen. Ach, da, halber mit. Ah. Das ist mir gerade eben nicht aufgefallen. Also einmal links, einmal mit. Variiert das vielleicht? Ändert sich jetzt was? Ah, nee, jetzt geht's wieder aus. Du hast jetzt wieder eine andere Musik gemacht. Oder? Nee. Jetzt hast du aber keine Schriftrollen mehr, ne? Stimmt. Also die brauchen wir für die Schrift. Ah, Moment mal, wir haben ja mehr als Schriftrollen. So, jetzt hast du die Schriftrollen wieder, ne? Genau. Hier hat es einen extra Bing gemacht, glaube ich. Schauen wir mal. Idee da draus zu gucken. Siehst du, jetzt bleibt das auch an, ne? Ah. Vorhin ist ja wieder ausgegangen, wenn du weitergezogen bist. Ne? Moment,
Moment, wir haben hier noch ein zweites. Ah. Machst du auch was? Oh, ja, machst du. Antwort an den Stream, das ist dieselbe Demo wie auf Steam. Reimt sich sogar. ich wollte aber nicht auf Stream sagen, sondern eigentlich Chat. Dann reimt sie es nicht mehr. Hier haben wir die Bäumchen-Symbolik. Bäumchen. Also wer in Ruhe die Demo selber spielen möchte, kann sie auf Steam tatsächlich runterladen. So genau die, die wir hier spielen. Und rechts hat sich das gewechselt. Nee. Hier hat sich das. Das sind die Bäumchen. Das war jetzt mal ein Zufallstreffer, würde ich sagen. Da ist das zweite Licht da oben angegangen. Ne? Und rechts sind nochmal zwei. Da musst du nochmal forschen. Guck mal, da geht's weiter oben hin. Der Chat fordert von dir mehr Point and Click. Ja, das können wir dann auch spielen. Das gefällt mir zu gut, als dass ich es ignorieren könnte. Also hier haben wir Bücher. Also hier. Geht ganz schön hoch da, ne? Schau mal, wie weit. Ja, okay, jetzt ist es zu Ende. Irgendwann reicht es dann auch mal. Ne? Ja, treiben. Ist schließlich keine Flugkatze, oder? Ich mag den Sternenhimmel. Das stimmt. Ne? Haben wir hier. Moment. Ich mag solche Symbole. Die sind hübsch. Hier haben wir Bücher. Jetzt schauen wir einfach mal. Einmal bei den Büchern. Was passiert auf der anderen Seite? Das Licht geht aus. Es ist ja vorhin angegangen, als dein Freund auf so einer Hand saß, ne? Ja. Moment mal, ich muss also auf einer Hand bleiben. Bleiben wir halt auf der Hand. Ja, aber das hast du ja schon gemacht. Ne? Da gibt es vielleicht. Moment mal, man könnte ja eine zweite Hand eventuell. Ja. Oh! Ich weiß, es ist zu groß. Das ist ein bisschen gemein. Aber wir haben es ja gefunden. Nein, ist schon okay. Du sollst dir auch Zeit lassen. Wir sind ja hier im Speedrun. Ja, ich lasse mir sehr gerne bei Spielzeit zum Leidwesen anderer, weil ich mir gerne Dinge angucke. Ich finde das total gerechtfertigt, wenn jemand 4 Jahre an irgendwas rummalt, dass man sich das mal in Ruhe anguckt. Ja, so sehe ich das bei Spielen auch. Manche rushen geradeaus durch und bei mir ist das so, oh, da ist was, oh, da ist was, oh, da ist was. Ja. Okay, was haben wir denn jetzt? Hier noch alles. Schriftrollen hat man schon. Das hat man noch nicht, glaube ich. Was ist denn draußen angezeigt? Ach nee, wir hatten. Hab ich vergessen. Ich habe nicht drauf geachtet. Die Ranken. Die hübschen Ranken. Da sind wir ja schon richtig. Sind doch Ranken. Vielleicht muss ich zuerst. Guck dir nochmal durch, was es alles gibt. Ne? Das ist ein Au- Ach das so. Rankt auch ganz schön, ne? Ja. Okay. Ah, okay. Wir wollten die anderen ranken. Nun ja. Ja. Nee, aber es stimmt schon. So ein Spiel muss man einfach genießen. Es ist optisch wirklich sehr, sehr schön. Auch von der Farbkombination her. Die sind immer stimmig. Katze ist hübsch. Was hast du dir jetzt schon gedacht, dass da noch eins sein müsste, ne? Ja, so ein bisschen. Sieht auch ein bisschen fies aus, ne? Es hat was von so einem Cthulhu-Bart. Ja. Aber hier haben wir die Schwerte, die im Autsch, das sieht ungemütlich aus, die Rücken stecken. Oh, das geht bis runter. Die arme Figur. Das ist jetzt auch wieder diese Symbolik von Anfang da, ne? Diese Schatten, die da in diese Welt hier fallen. Ne? So. Was haben wir denn noch? Das hier hatten wir die Schwerter. Das sieht schon ganz schön schwertermäßig aus. Ne? Oh ja. Bing!
gesehen, dass die Tür aufgegangen ist. Ja, ich will mein Kätzchen wieder haben. So, geht doch einfach mal so. Ach so? Aber mein Freund. Ach was, zwei Frau. Wow. Oder? Ach so, geht gar nicht. Ja. Ist doch süß, ne? Sag ich doch. Aber das ist schön zu sehen, dass der... Die Denkblase kommt. Moment mal. Wo ist mein Freund? Moment mal, hast du vergessen, dass ich einen Freund habe? Man kann Freunde, darf man nicht im Stich lassen. Guck, guck, ich bin da, ich beeile mich ein bisschen vielleicht. Oder auch nicht. Ja, ich bin rundlich, ne? Da kann man nicht so schnell rennen, da geht man gemütlich. Es müsste eigentlich noch die Figürchen dann runtergehen und auf den Kopf pat, 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 pat. Ja. Dann roll halt. Ja, so. Aber dann wird ihm ja schlecht. Das wollen wir ja auch nicht. Schau mal. Ganz prima in der Zeit geschafft, die man uns zur Verfügung gestellt hat. War aber auch sehr hübsch. Ja. Ist jetzt angefixt, ja? Ja, aber sowas von. Ja. Also es ist jetzt halt so eine Auswahl gewesen. Im Spiel ist jetzt nicht dieselbe Reihenfolge. Ja, klar. Ne? Aber es sollte so ein bisschen repräsentativ sein. Dass es eben nicht nur Licht und Schatten gibt, sondern auch die Kombination zwischen beiden Gestalten. Also zwischen, ich sag jetzt mal, Katze und dem Jungen. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Die erfährt man eigentlich auch nicht. Ne? Also, ach so. Erfährst du, weil es ein Achievement gibt, wo der Name drin vorkommt. Ne? Ich glaube, jetzt können wir die Kamera dahin schalten. Ja. habt ihr auch die Klingel wieder eigentlich? Ja, bei der Gamescom. Also die können jetzt nicht klingeln. Auf der Gamescom kann man ja draußen klingeln. Ach so. Und dann Fragen ins Studio stellen. Deswegen habe ich nach der Klingel gefragt. Ach so. Ja. Die werden mich nachher schon fragen. Ja, aber was soll ich sagen, die Figuren, die bekommen von mir dann eigenen Namen oder von den Leuten, wenn sie... Genau, ja, das ist nämlich ja auch eine große Diskussion auf Twitter gewesen, was es für ein Tierchen ist und wie das heißen soll. Ja. Und ich habe das ja auf der Gamescom mit der Katie gespielt und die hat es dann einfach Süßviech getauft. Oh. Ja. Oder wir können auch Fluffy, aber uns, also bin ich nicht bei so. Bei uns im Büro ist jetzt Süßviech schon zum... Running Gag geworden. Ja, das hat sie eingeführt, das ist schon so, ja. Ja, das ist Käthe. Ja, Käthe, genau. Ja. Ja, Käthe haben wir dann auch zwischendurch gesagt. Wir sagen jetzt einfach, es ist Käthe. Und, stimmt. Oder Puff Puff, ja. Also es gab auch schon alles von Katze über Waschbär zu sonst irgendwas. Also manches war ein bisschen weit hergeholt, fand ich, aber gut, die Leute sollen halt mal ihre Fantasie spielen lassen. Kann man sich ja selber denken. Das ist sehr, sehr niedlich und halt wirklich total liebevoll. Ja, so ist es. Ja, also die haben, wie gesagt, da 4 Jahre dran umgebaut. 2 sind in Shanghai, die Baby, die ich gezeichnet habe, ist in London. Die Susi, die Musik gemacht hat, ist in Toronto. Und wir machen ja, wie gesagt, nur so die Lückenfüller. Ja. und das ganze Kreative kommt ja immer für den Teams, in denen wir arbeiten. Und ich finde es immer schön, wenn im Team schon jemand ist, der die Musik macht. Weil die in der Regel dann auch in der ganzen Entstehungsgeschichte von dem Projekt mit drin sind. Ja, weil sich das homogenisiert. Es greift ineinander einfach. Genau, das bei, und die wissen dann, den braucht keiner zu erklären, wie die Stimmung in einem bestimmten Fall dann sein soll und in der Szene. Und deswegen ist dann nachher auch die ganze Geschichte so stimmig. Ja. Und das merkst du halt total. Ja. Und als Zeichner kann ich schon denken, 4 Jahre ist sogar relativ gefühlt schnell irgendwo auch. Wenn man sich sagt, man muss ja auch, wenn man die Symbolik entwickelt, die Farbwahl und dann das halt auch wirklich zeichnet und animiert. Ja, die hat ja auch mehr animiert, als man müsste. Also es gibt, du hast ja gesehen, dass das Tierchen da rechts, links springt auf der Leiter, ja, und auch die Laufbewegung. Ja, wenn einen etwas packt, wenn man sagt, das ist genau mein Ding, dann macht man einfach weiter und kann nicht aufhören. Ja, und auch die Laufbewegung und alles Mögliche ist einfach nicht immer dasselbe, ja. Die hat dann schon variiert. Und wo dann andere vielleicht sagen, okay, er läuft ja, was soll's. Ne? Das würde nicht daher passen, da passt es genau rein in das Spiel. Ja, genau.
verspielte, oh, er macht jetzt was anderes. Ja, genau. Es gibt auch Spiele, wo im Leerlauf die Figuren Sachen machen müssen und wirklich sagen, komm, lass die mal stehen, wir gucken mal zu, was er macht. Ja, macht die tatsächlich auch. Also die Katze kratzt sich auch mal am Ohr. Das habe ich schon der Katze gesagt. Die steht da gar nicht fest, dass es eine Katze ist. Das Tierchen, sag ich jetzt mal. Ja, bei mir haben wir ein Maskottchen, das heißt einfach nur Viech oder Vieh oder irgendwie sowas, weil ich nie gesagt habe, was ist es eigentlich? Ja. Und das sitzt bei dir in einem Stream, oder wie? Nee, als Emoji halt. Ach so, okay. Das andere Ding ist ein Alien. Ach so. Ja, gab's noch Fragen? Guck mal hier, Fliege Miezi. Ja gut, weil es jetzt einmal geflogen ist, ja, also. Bulle Bulle? Naja, das klingt so nach Essen. Das ist das Viech. Ah ja, okay. Danke. Ich lerne immer dazu hier. Das ist gut. Habt ihr im Chat noch Fragen zu dem Spiel? Wollt ihr irgendwas wissen? Könnte ja sein. Oder willst du noch was wissen? Ja, es kommt für Windows, Mac und Linux raus. Also diese Frage beantworten. Keine Konsole im Prinzip, ja. Sondern... Nee, erstmal Desktop. Kostet 19,99, um diese Frage auch zu beantworten. Das ist sehr fair, ja. Muss ich sagen. Man muss, also für uns ist es auch immer schwierig, ja, so eine Metrik anzulegen, weil du kannst es nicht nur in Spielzeit messen. Also ich glaube, dass wir irgendwas zwischen 6 und 8 Stunden haben, je nachdem, wo man sich mal verbeißt und so. Ne? Und wenn du aber den Produktionsaufwand siehst, ja, du siehst ihn wahrscheinlich. Ja, ja, weil wenn man sagt, okay, man baut sich ein 3D-Modell, das ist am Anfang sehr viel aufwendiger, aber dann hat man das Ding und biegt sich halt in alle Richtungen und rendert es einmal raus. Ne? Und auch aufwendig, aber man hat eine Basis, die man weiterverwendet, aber so zeichnet man ja hauptsächlich immer wieder neu. Genau. Ja. Und das ist einfach, was ich dann auch entscheidend finde, und wir müssen auch manchmal den Entwicklern, mit denen wir zusammenarbeiten, so ein bisschen den Zahn ziehen, dass sie sich nicht trauen zu sagen, das muss so und so viel kosten oder so. Die sind dann eher immer dabei und sagen dann irgendwas, was ich total einfach unterm Preisverkauf finde, ja. Das ich Problem kenne ich auch. Ja, das ist, wenn man sich ja, nicht natürlich, kann die trauen ich, soll sich nicht, ich? Ja, und dann sage ich immer, überlegt euch doch einfach mal, was ihr selber fair findet, ja, klebt einfach mal den Preis da drauf, von dem ihr sagt, da würde ich mich jetzt nicht abgezockt fühlen, mhm. Ja? Weil die kennen ja den Inhalt und die kennen ja den Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Ja. Und das ist leider so, dass jetzt ganz viele meinen, sie müssen da irgendwie alle anderen unterbieten. Ja? Das finde ich ganz schlimm. Ja. Ich sage auch allen Leuten, macht es nicht billiger bloß, weil es jemand anders macht. Ja. Weil sonst macht das jeder und irgendwann mal verdient ihr nichts mehr dran. Ja. Und gerade solche Sachen, finde ich, sollten viel mehr wertgeschätzt sein. Weil man hört immer nur, ja, macht dir ja Spaß. Ja, schön, warum soll Arbeit nicht Spaß machen? Ja, das finde ich auch. Aber ich meine, letzten Endes ist es ja so, es muss einfach fair sein. Ja? Ja. Fair dir selber gegenüber, aber halt auch. Und ja? Ich finde jetzt den Preis gut. Ich weiß jetzt die Länge nicht, ich weiß nicht, wie viel ungefähr Spielzeit hat man. Wie gesagt, 6 bis 8 Stunden, denke ich. Ja? Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur eine Sache von der Spiellänge, sondern eben, man kriegt ja eben diese... Und man kann sich ja Zeit lassen und dann die Sachen auch wirklich wirken lassen oder anschauen. Ja, wer lassen. Weiß, vielleicht unterschätze ich es auch, wie viel Zeit man für die Puzzles nachher braucht. Ja. Kommt drauf an, wenn man so diesen ich sehe es nicht, dann kann es noch länger dauern. Ja, na klar. Also ich habe bei dem... bei der Apfelpresse habe ich 20 Minuten gebraucht. Ja. Und ich war nicht auf der Messe gesessen, ich hatte meine Ruhe. Ja. Aber ich hatte halt eine Denkblockade. Ja. Also ich habe das einfach nicht geschnallt, dass ich jetzt darüber schieben kann mit der Kiste und das wieder drauf hopsen kann. Ja, da war ich dieses Ausprobieren noch, was kann ich überhaupt machen? Ja, ich weiß gar klar. nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe halt immer wieder mit dieser Maschine rumprobiert. Ich habe natürlich das, was man eigentlich offensichtlich auch ausprobieren muss, die Katze auf die Äpfel gesetzt und rübergeschoben und in den Trichter reingesaugt. Ja. Und dann, aber das haben die aber tatsächlich auch vorgesehen. Du fliegst dann da rein und wird quasi wieder ausgespuckt. Ja. Oh Mann, die arme Katze. Ja, die schüttelt sich dann einmal kurz. Ja. Und das ist aber auch die Liebe zum Detail.
wenn du so Sachen, die die Leute wahrscheinlich offensichtlich ausprobieren wollen. Ja, anstatt wollen, dass dann einfach nichts passiert, dass genau, dann doch was passiert. Dass das eben auch vorgesehen ist. Und das finde ich super. Dass dann was passiert, ja. Das ist für mich bei einem Spiel einfach nur ein absoluter Pluspunkt, wenn dann, obwohl eigentlich nicht so dieses, du kannst das nicht tun, einfach nur stumpf kommt, sondern dass halt irgendwas passiert, was einen zwar nicht weiterbringt, aber vielleicht lustig ist. Ja, eben, genau. Am besten noch mit Achievement. Du hast versucht, das Tier auszupressen. Dafür kriegst du ein WWF Anti-Achievement. Die Peter klingelt bei dir. Ja, genau. Also, das ist... also, ich finde, ich könnte dieses Spiel jetzt absolut jedem empfehlen, der sowas mag. Ist super schön. Klar. Für mich ist dann definitiv mit Artbook und Zeug haben will. Ja, gibt natürlich Deluxe Edition mit 90 Minuten Soundtrack und Artbook und so. Ja. Das ist, ich glaube, die kostet 24 Euro oder sowas. Das ist immer noch günstig, ist gekauft. Ja. Also, das ist auch nicht zu viel, vor allem, nein, weil die haben jetzt beim Artbook auch nicht nur einfach irgendwelche Entwürfe zusammengepastet in den PDF, die haben auch eine Geschichte dazu geschrieben. Die haben, das war anfangs so ein Studentenfilmprojekt, war eigentlich ein Kurzfilm. Ursprünglich. Dann ist mehr geworden. Und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt ein Spiel draus. Mhm. Und diese ganze Entstehungsgeschichte ist eben auch da drin. Und dann auch natürlich so Konzeptzeichnungen und ja, ja, genau. Ihr habt es ja jetzt schon bestätigt bekommen, das wird's genau, sich holen. Ja. Und das ist einfach, also 130 Seiten Artbook, ja, also das ist so viel für 25 Euro, das ist nicht hingerotzt, ja. Nee, also das ist, glaube ich, schon sehr viel wert. Ja. Gut, wir müssen, glaube ich, dann mal räumen hier, ne? Ja. Bevor hier dann die Gruß an die Entwickler weiter, die haben einen super Job gemacht. Ja, das gebe ich gerne weiter und ja, danke, dass du dir das ausgesucht hast. Ich habe die ersten Sekunden gesehen und gesagt, das ist es. Das ist gut. Total angeschaut. Hast du hier quasi dann einmal die Runde quasi gemacht und die. Ich war noch nicht hier. Ich habe halt Vorschläge bekommen und habe ja, das gesehen und gesagt, das nehme ich. Ja, okay. Ja, prima. Ja, ist übrigens beim IGF Award auf der Game Developer Conference eine lobenswerte Erwähnung geworden für Visual Art Style. Ja, also. Ist jetzt nicht nominiert für einen Preis, aber die haben halt einfach 600 Bewerber. Ja, ja, also das ist jede Menge. Und dann überhaupt schon bemerkt zu werden. Ne? Da überhaupt so ein bisschen, das ist ja auch immer am Ende ein bisschen Geschmackssache, ist ja klar. Ne? Ja. Also da kannst du schön zeichnen, wie du willst. Wenn es einer nicht mag, dann rutschst du durchs Raster. Ne? Ja, Marvel-Fan wird man keine Anime-Zeichnung hinpacken können. Der wird sagen, so ist es. Oder nicht immer auf genau, jeden Fall. Genau. Gut, prima. Hat Spaß gemacht mit dir. War super. Vielen Dank. Ja.